Hi, servus. Ich habe mir gerade eben, oder ich habe es schon vorbestellt, StarCraft Remastered. Uraltes Spiel von 1998, 95. Uralt auf jeden Fall. Früher gespielt. Unmengen an Zeit reingesteckt. Nicht wirklich gut gewesen im Spiel. Da war ich, keine Ahnung, ziemlich jung noch, 10. Also, auf jeden Fall eine Menge auf Nostalgie steckt in dem Spiel drin. Und jetzt mit der Remastered-Version. Ziemlich glücklich eigentlich, dass es Remastered rausgebracht haben. Weil bis jetzt gibt es noch keine Remastered von einem alten Strategiespiel. Und das Original Brood War ist einfach eins der besten Strategiespiele überhaupt. Bockschwer. Also vom Mechanischen her. Man muss schon gut mit Maus und Tastatur arbeiten können. Ansonsten mal wohl keine Chance. Nicht so wie StarCraft 2, was deutlich einfacher ist. Deutlich einfacher zu bedienen. Nicht unbedingt vom Spielen her, aber von der Bedienung her. Mit Maus und Tastatur deutlich einfacher. Aber StarCraft Remastered ist 1 zu 1. Es fühlt sich an wie Brood War. Es ist Brood War. Bloß mit dem neuen Grafikdesign. Also, es schaut schon deutlich moderner aus. Das Interessante ist, dass man auch direkt zwischen den Einheiten oder zwischen der alten Version oder hier der neuen, das ist quasi so schaut es aus in StarCraft Remastered, aber man kann ohne irgendwelche Probleme kann man direkt zur alten Version umschalten. Drückt einfach F5. Nahtlos geht's über. Aber die neue Version schaut deutlich besser aus. Deutlich. Man kann auch reinzoomen jetzt. Das funktioniert im alten auch. Ah doch, man kann sogar im alten reinzoomen jetzt. Das ging vorher nicht. Ansonsten ist quasi alles beim alten geblieben. Es fühlt sich an wie StarCraft Brood War. Die Steuerung ist genau dieselbe. Es hat sich quasi nichts geändert. Eins von den Sachen, glaube ich, die sie vereinfacht haben, ist einzige. Glaube ich, ist, dass man seine eigenen Hotkeys jetzt belegen kann. Das ging im alten Brood War nicht, ohne Zusatzprogramm, glaube ich. Ich habe mich genau nicht damit auseinandergesetzt, aber ich glaube, es ging nicht, dass man Hotkeys bearbeitet. Was mir fehlt ein bisschen, ist, dass man vielleicht einfach einen Button hat, wo man sagt, okay, tu auf StarCraft 2 Preset umschalten, wo es ziemlich, dass es sich an StarCraft 2 orientiert, weil manche Hotkeys sind deutlich unterschiedlich von StarCraft 2, wie zum Beispiel, wenn man vom Nexus, also dem Protoss-Hauptgebäude, Probes bauen will, auf dem Englischen Probes, ich glaube im Deutschen heißen sie Sonden, ist P der Hotkey dafür. Der ist logischerweise ganz weit auf der anderen Seite vom Keyboard. Normalerweise hat man die meisten Hotkeys der linken Seite des Keyboards, WASD und sowas. Und dann hat man als Protoss hat man P auf einmal. Da muss man dann über das ganze Keyboard übergreifen. Das hat sich in StarCraft 2 geändert, sodass, ich glaube, nee, bin mir sicher, ist E. Also das, der Buchstabe E für Probes. Was viel besser ist, dass alles auf der linken Seite des Keyboards mehr zentriert ist, was bei Brood War überhaupt nicht ist. Da sind die Hotkeys quer über das ganze Keyword verteilt und orientieren sich hauptsächlich an den Namen der Einheiten. Marines zum Beispiel haben M als Hotkey, denke ich. In Barracks? Ja. M, was bei StarCraft 2 auch unter A fällt, was auch wieder auf der linken Seite ist und einfacher ist. Also von dem her, ich werde noch mit den Hotkeys, werde ich mir noch ein bisschen auseinandersetzen. Aber ansonsten, der Eindruck, tipptopp Game, 15 Euro bloß. Kann es nur jedem empfehlen. Man kann es gerade runterladen für umsonst, das Originale, ohne die Remastered Version drauf. Also man kann, Brood War kann man mittlerweile umsonst spielen. Aber ich würde sagen, die 15 Euro sind deutlich wert für 16:9 Darstellung, bessere Grafiken. Also mir ist es auf jeden Fall die 15 Euro wert. Kaufempfehlung auf jeden Fall.
Ich denke, das war's. Also von dem her, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, ich werde in Zukunft wahrscheinlich mehr auch auf Deutsch machen. Hauptsächlich mache ich bis jetzt was auf Englisch, aber keine Ahnung. Sehen wir dann. Also dann, Servus.